Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Alambic, hast du diese seltsamen Leute mit dem Zelt da draußen gesehen? Du meinst das Zelt, das voller Weltraum ist? Der echte Weltraum in einem Zelt? Ja. Ja, die habe ich gesehen. Ich hatte Sorge, dass sie uns etwas verkaufen wollen. Doch es stellte sich heraus, dass sie so etwas wie kosmische Festtage veranstalten möchten. Kultureller Austausch. Wie nett. Über welche Art von Festtagen sprechen wir denn? Wenn ich einmal wie eine Piratin sprechen darf, dann hol mich der Klabautermann. Bis jetzt hat sich nichts an dieser Richtung ergeben, aber ich schätze, das Jahr ist noch jung. Gameplayerin, sei ein Schatz und forsche mal nach. Die Stadtzufriedenheit wächst. Ich glaube, wir haben sogar etwas mehr Miora über Nacht produziert. Kann das sein? Hat man nicht letztes Mal ein bisschen weniger? Ich bin mir nicht sicher. Gameplayerin, guten Morgen. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte mich nur für gestern bei dir bedanken. Das Haus, ich liebe es. Du bist einfach großartig, Gameplayerin. Hallo? Gameplayerin, bist du zu Hause? Das ist mein Bruder. Ich wette, Mama und Papa haben ihn geschickt, um mich zu suchen. Ich habe ihnen einen Brief dagelassen, bevor ich nach Alaria gekommen bin. Das reicht doch. Oder nicht? Tja, wir sollten ihn wohl reinlassen, ne? Er klingt wirklich sehr besorgt. Ich bin sicher, Oleander wird dir zuhören. Wenn du nur mit ihm sprichst, Aralyn. Was haben die mal für einen Namen? Es wird alles gut, Liebchen. Wir sind alle bei dir. Ich bin hier, Oleander. Aralyn. Gott sei Dank, du bist in Sicherheit. Wir haben uns alle solche Sorgen um dich gemacht. Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich euch allen solche Sorgen bereitet habe. Aber ich hatte Angst, dass sie Nein sagen würden, wenn ich mit ihnen sprechen würde. Außerdem, sieh nur, wie viel Gameplayerin getan hat. Ich möchte auch helfen. Ich möchte allen beweisen, dass ich alt genug bin, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Aralyn, ich verstehe dich. Das tue ich wirklich. Aber Mama und Papa wollen nur das Beste für dich. Weißt du, Liebchen, manchmal sagen Eltern nicht geradeaus, was sie denken. Sie sagen nicht direkt, dass sie möchten, dass du glücklich bist. Sondern sie sagen, was dich ihrer Meinung nach glücklich macht. Ihre Vorstellungen von dem, was dich glücklich macht, sind vielleicht nicht immer richtig. Doch sie wünschen sich nichts sehnlicher, als dich glücklich zu sehen. Hier zu sein, wieder zu Hause zu sein, das macht mich glücklich. Also will ich bleiben. Ich möchte Gameplayerin helfen und etwas bewirken. Unser Zuhause neu aufbauen, gemeinsam. Es klingt, als wüsstest du sehr genau, was du möchtest, Aralyn. Dürfte ich vielleicht vorschlagen, dass ihr beide hier bleibt? Ich bin sicher, Gameplayerin hätte sehr gerne wieder ein paar Freunde hier. Denkt ihr, wenn wir einen Brief an eure Eltern schreiben, wären sie einverstanden? Das ist eine interessante Idee. Ich glaube nicht, dass sie sich darüber besonders freuen würden. Aber ich denke, wenn der Brief von euch beiden kommt, wären sie einverstanden. Das könnte funktionieren. Eigentlich ist das perfekt. Oleander, du hattest doch sowieso gehofft, bald auszuziehen und einen Blumenladen zu eröffnen. Nein, ich habe doch schon einen. Also eine Frau da drin. Stimmt, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und du hast fast eine Bäckerausbildung fertig, nicht wahr? Genau. Wir sind vielleicht nicht sonderlich begabt, was Werkzeuge angeht, aber wir können beide auf unsere eigene Art und Weise etwas bewirken. Das wird wundervoll. Wieder Blumen im Haus zu haben. Ein paar frische Kekse für einen Tee. Hast du diese Entscheidung für Alaria getroffen, Diaria? Oder für deinen Nachmittagstee? Wieso nicht für beides? Ein Gewinn auf allen Ebenen. Vielleicht bist du etwas zu voreilig, Diaria. Nun gut.
Gameplayerin sollte Oleander helfen, sich hier einzuleben. Und dann trinken wir einen Tee. Sie sollten sich vielleicht auch mit dem Blumenladen und der Bäckerei bekannt machen. Das stimmt. Es ist in Ordnung, Gameplayerin. Es gibt keinen Grund zur Eile. Aralyn, gehen wir in die Stadt. Du kannst mir alles zeigen. Wir können außerdem anfangen, zu überlegen, welche Vorräte wir für die Geschäfte brauchen. Ja. Weise Oleander einen Blumenladen zu und Oleander ein Haus. Ich habe es befürchtet, ich habe es befürchtet. Ich will nicht sprechen. Ich will... Ich habe das jetzt so verstanden, dass ich da was abschließen konnte, aber okay. Ja, schade, schade. Ich habe beides schon gebaut und ich habe, glaube ich, auch nicht mehr genug Platz und nicht mehr genug, Platz halt, um die Häuser zu bauen. Das ist jetzt gerade mein Problem und ich kann die auch nicht in den Blumenladen reinsetzen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Es sei denn natürlich, dass ich die eine eventuell rausschmeiße, was mir natürlich sehr wehtun würde. Aber, ja, wir müssen mal schauen. So, dann schauen wir mal, was wir alles machen können. Aber wir werden... Nee, das können wir doch. Muss ich den erst wieder rufen? Na gut, dann werden wir erstmal kurz ins Dorf gehen. Um zu gucken, was wir da alles machen können. Warum leuchtet... Ah. Unterkunft? Check. Bibliothek? Check. Einzigartige Flora und Fauna? Check. Ruinen? Check. Oh ja. Ja, ja. Ja. Das ist gut. Die Frage ist aber, was soll ich als erstes machen? Meine Nase sagt... lang. Oh, ich frage mich, ob ich da was finde. Ich sage ja immer, dass die Reise genauso wichtig ist wie das Wissen, das man auf dem Weg erlangt. Also, worauf wartest du? Es gilt, sich Wissen anzueignen. Okay. Was war das denn gerade für einer? Ach, das ist so am Leuchten. Okay, ich sehe schon. Hier scheine ich eine neue Aufgabe zu haben. Wie viel haben wir denn? Moment. 2,33. Okay, das ist nicht besonders viel. Die Frage ist auch, also wir müssen ja theoretisch ein Café und eine Bäckerei frei machen. Jetzt haben wir natürlich das große Problem. Obwohl... Aber er zeigt nicht an. Also ich könnte theoretisch noch einen anderen Angestellten zuweisen, aber es steht nirgendwo, ab wann ich das machen kann. Das ist doch fies. Ja, da geht es nur darum, das Ganze anzupassen. Wenn ich jetzt wüsste, ab wann man das hier frei machen kann, dann könnte ich natürlich dafür sorgen, dass unsere zwei Freunde dann auch dementsprechend da drin arbeiten können. Wo ist denn überhaupt das Café, was ich gebaut hatte? Ich weiß schon gar nichts mehr hier. Nee, das sind alles Häuser. Ich hatte doch auch ein Café gemacht. Bibliothek? Hä? Konnte ich noch kein Café machen? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Moment, Gasthaus, Bäckerei. Ach, nee, wirklich nicht. Okay. Dann ist die Frage, wie kriege ich das hin, dass ich ein Café bauen kann? Ja, Fragen über Fragen. Wir können jetzt hier reingehen und uns eventuell eine Aufgabe abholen. Hast du letzte Nacht genug gepennt, Kumpel? Wollen wir reden? Ich mache noch ein kleines Nickerchen, bevor ich dir mit dem Immerbaum helfe, Gameplayerin. Wie, du hilfst mir mit dem Immerbaum? Aber so eine richtige Aufgabe war das ja jetzt nicht. Aber ich glaube, da hatte ich ja auch eine Aufgabe bekommen, dass ich irgendwas verbessern sollte, was ich aber nicht erhalte.
Ja, das ist alles ein bisschen doof. Wir gehen mal zum Weltenbaum. Wir sollten unsere merkwürdigen Besucher... Ach so, okay. Ja, können wir auch gerne machen. Er hat gesagt, dass er hier rum wollte, ne? Ich denke mal... Aber er wollte nicht hier rein, oder? Er wollte doch hinten im Weg rum, nehme ich an. Ne, er ist auch nicht hier reingegangen, so wie es aussieht. Okay. Also ich vermute, dass der ins Naturschutzgebiet gegangen ist. Ist er das? Ah ja. Halt, stopp. Oh. Ein Ehrung? Ich hatte kaum Kontakt zu deiner Art, seit ihr von der Katastrophe zerstreut wurdet. Bitte, wir müssen reden. Es gibt vieles, was ich von dir lernen könnte. Ach Gottchen. Wo sind nur meine Manieren? Ich glaube, eine Vorstellung wäre angebracht. Mein Name ist Pallas. Ich bin ein reisender Gelehrter. Ich erforsche uralte Ruinen in der Hoffnung, Schätze zu finden und ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Gameplayerin. Was für ein interessanter Name für ein Aerum. Naja, jetzt wo die Höflichkeiten ausgetauscht wurden, worüber sollen wir reden? Ja, es ist ein bisschen unhöflich, aber reden wir mal über die Ohren. Wie unhöflich. Ich hab's doch gesagt. Die sind dazu da, Wichtigtouren wie dir zuzuhören. Was ist mit deinen Ohren? Die sind sehr klein, weil ich mir nicht alles anhören muss. Hast du jemals ein Wesen wie mich gesehen? Deiner unüberlegten Frage nach zu urteilen, ist das nicht der Fall. Ich gehöre den Bistanern an und wir haben alle solche Ohren und Schweife. Okay. Was hast du zuvor gemacht? Hm? Willst du es wirklich wissen? Du musst neugierig sein. Du musst deswegen nicht schüchtern sein. Komm her und ich zeig dir, was ich entdeckt habe. Falls ich recht habe, dann versteckt sich eine Höhle hinter dieser Wand. Tritt kurz zurück. Wir werden ja sehen, ob ich den richtigen Riecher für Wissen habe. Oh, ich wusste es. Tolle Arbeit. Ich habe mich selbst übertroffen. Das war sehr aufregend, nicht wahr? Naja. Falls du nichts dagegen hast, dann würde ich gern alleine weiter erkunden. Man weiß ja nie, was sich darin versteckt. Und dein Geruchs- und Gehörsinn lassen zu wünschen übrig. Es wäre nicht ratsam für dich, überstürzt dort hineinzugehen. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich weiß, dass das Gebiet sicher ist. Nein! Ich will auch da rein! Geh weg! Oh. Hä, ist der das jetzt wieder? Ich dachte schon, passiert jetzt was, wenn ich hier drauf gehe. Oh, okay. Ich kann nicht so hoch springen, oder? Kann ich mit dir noch reden hier? Wissen ist wahrlich der größte Schatz. Ja. Okay. Kann ich schwimmen? Okay, so hoch ist es nicht. Also ich denke mal, dass er wahrscheinlich die Brücke hier erstmal reparieren muss. Und ich dann später vermutlich wieder hier hinkommen soll. Anders kann ich mir das ehrlich gesagt jetzt gerade nicht vorstellen. Also gehen wir mal wieder raus. Was schade ist, was wirklich schade ist, weil ich würde nämlich gerne hier weitermachen. Ja. Ach nee, jetzt habe ich W gedrückt, nicht M. So. Wir sollten unsere Merkwürdigkeit... Hab ich doch. Hallo? Soll ich nochmal mit dem reden? Du siehst gut aus heute, Gameplayerin. Ja, danke. Brauchtest du etwas, Gameplayerin? Ja, ich möchte, dass du diese Brücke reparierst. Und ich mit dir erkunden kann, was dahinter ist. Ich habe dich doch gerade schon aufgesucht. Oder gibt es noch einen anderen merkwürdigen Besucher? Nee, oder? Ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Wir können jetzt nochmal in den Wiesenquartieren nachschauen. Ob da noch irgendjemand eventuell angekommen ist, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Oh, die erschrecken mich aber auch immer.
Ich denke immer, da taucht irgendjemand Neues auf oder so. Was kann man denn hier... Also vorne konnte man, glaube ich, noch was machen. Hier hinten, die sind alle wunschlos glücklich oder die stehen noch leer. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es gerade nicht. Oh, hi. Bleib mal hier. Ich kann es kaum erwarten, dass der Blumenladen gebaut wird. Ja. Ich plane schon, welche Blumen ich verkaufen soll. Wie wär's denn mit dem Blumenladen hinter dir? Das war doch ein Blumenladen, oder? Moment, wir schauen nochmal nach. Ja, genau, Blumenladen. Da arbeitet die ältere Dame drin. Wieso will der jetzt auch noch einen Blumenladen haben? Oh, okay. Gucken wir mal. Haben wir auf jeden Fall noch genug von da. Bauen wir einfach noch einen zweiten Blumenladen hin. Warum auch nicht, ne? So, machen wir es einfach so. So, ein Schneider. Was stand da jetzt gerade? Moment, Moment, Moment. Oh, ich habe es aber heute irgendwie im Hals. Sorge dafür, dass Oleander sich in der Stadt einlebt. Ja, das können wir jetzt leider. Ach so, ach, der war das doch gerade. Ja, aber wieso Blumenladen? Ich hatte mir aufgeschrieben, dass der einen Kaffee haben will. Oder war der das jetzt gerade gar nicht? Ich weiß es nicht. Ihr muss ich eine Bäckerei zuweisen. Ja, die könnte ich höchstens auch nochmal neu bauen. Damit wäre dann das Problem erledigt. So, und Winnie hat um eine Hausanpassung gebeten. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die jetzt eigentlich haben wollte. Aber gut, also eine Bäckerei könnte ich auf jeden Fall nochmal bauen. Wenn ich es kann, wenn ich noch genug davon... Achso, man sollte darauf bauen gehen. Wenn ich noch genug davon habe, habe ich. Ja, dann... Die ist da unten. Aber ich habe keinen Platz mehr, oder? Mist. Nein, wo kann ich die hinbauen? Oder kann ich die irgendwie drehen? Oh, Moment. So, die Frage ist jetzt... Habe ich überhaupt noch genug Häuser? Kleines Haus. Die sind... Ach nee, Moment. Das ist klar. Das heißt, ich habe noch zwei kleine Häuser, die noch frei sind. Das heißt, da könnte ich die dann theoretisch einziehen lassen. Machen wir das doch so. Eigentlich ist egal, ob oben oder unten. Ich meine, die können auch ein bisschen mehr laufen, um dahin zu kommen. So. Ne, die wohnen aber schon im Moment. Ach so, ja. Für sie hatte ich ja schon eins gemacht, genau. Dann lassen wir Oleander einziehen. Oh, Gebäudelimit 9 von 10. Das ist natürlich schlecht, weil ich eigentlich noch... in Erinnerung habe, dass ich noch einen Kaffee kaufen, nicht kaufen, bauen wollte. Aber okay. So. Blumenladen kann ich noch nicht machen. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie sie hieß. Moment. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Hallo? Ach so, ich habe nach Arbeit gesucht. Ach, ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay. Passe das Haus von Winnie an. Okay, Winnie wohnt wo genau? Da müssen wir mal eben nachschauen. Kleines Haus. Achso, da stehen die Namen. Da, Winnie. Das ist das Haus in der Ecke. Dann laufen wir da mal eben hin. Ich krieg den Frosch nicht aus meinem Hals raus. Moment. Oh, da oben scheint sich auch was zu tun. Eieieiei. Okay. Winnies kleines Haus. Betreten, Ziele, interagieren, Arbeit suchen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich das überhaupt verändern soll. War das nicht irgendwie mit dem Schild davor? Aber hier ist kein Schild. Ach, Mann, was mache ich denn? Nein, das nicht. Haus.
Winnie. Ach, ja, klar, hier war es. Frage ist jetzt nur, wie möchte die das haben? Ehrlich gesagt, hatte ich gedacht, dass man das nochmal nachgucken kann. Aber anscheinend kann man das hier nicht nachgucken. Winnie ist aber auch gerade nicht zu Hause. Arbeitet, glaube ich, aber auch nirgendwo, ne? Gucken wir mal. Bist du Winnie? Nee, du bist Oleander. Winnie. Du bist nicht Winnie, oder? Oder? Doch, Winnie. Hast du schon eine passende Dekoration gefunden? Ach so, das war das mit der Dekoration. Ich dachte, ich könnte das farblich eventuell ändern. Oder meinen die das? Nee, die meinen das aber nicht mehr. Ich werde mich anstrengen müssen, um so beeindruckend zu werden wie du. Ja, darüber will ich aber nicht mit dir reden. Über dich. Momentaner Gedanke, könntest du mir bitte dieses Ding bringen? Toll, was für ein Ding. Die schaut ständig auf die Uhr. Ach so, die war das mit dem Kaffee. Aber ich weiß nicht, liest im Urlaub gerne Thriller. Ich weiß aber nicht, was sie jetzt haben möchte. Das ist jetzt mein Problem. Da ist keine Dekoration bei. Ja, ich werde irgendwie nicht so ganz schlau daraus. Also wir gehen mal hier oben zu dem neuen Teil. Mal gucken, was das ist. Sieht so magisch aus irgendwie. Hi. Kann ich mit euch reden? Festtagsplatz? Eine alchemistische Batterie. Sie läuft. Also sie läuft und läuft und läuft. Also sehen, laufen, laufen, laufen. Das ist jetzt sehr intelligent. Ticket für den Tag des Fells. Okay. 20. Also das ist grün, als ob ich das kaufen könnte. Aber ich habe doch gar keine Tickets. Willkommen, willkommen. Oh, was für ein Freudentag. Es ist lange her. Aber endlich können wir wieder Festtage feiern. Wer bist du? Oh, wo sind nur meine Manieren? Du darfst mich Bisha nennen. Und dies ist mein etwas schüchterner Lehrling, Bosha. Wir sind zufrieden mit unserer Rolle als bescheidene Beobachter. Es ist unsere Aufgabe, die Festtage zu ermöglichen und den Willen des Himmelsvaters zu wahren. Kann ich dir noch mit etwas anderem helfen? Festtage? Aber ja, Festtage. An diesen Tagen nehmen wir uns Zeit zum Nachdenken und um die Wunder des Lebens und unseren Platz im Universum zu genießen. Eine Gelegenheit zu feiern und die Freude mit anderen zu teilen. Das erfreut den Himmelsvater sehr. Kann ich dir noch mit etwas anderem helfen? Himmelsvater? Einer der Uralten, selbstverständlich. Der Himmelsvater brachte die anderen Alten zusammen. Gemeinsam schenkten sie uns Teile von sich selbst, um uns allen eines Tages das Leben zu ermöglichen. Mein Volk hält ihr Andenken immer noch in Ehren, auch wenn es jetzt fort sein mögen. Kann ich dir noch etwas mit etwas anderem helfen? Erzähl mir etwas über diesen Tag. Freue dich, Freund. Heute feiern wir den Tag des Felsvermöbels. Du Scheiße. Möchtest du gerne mit uns feiern? Hier ist alles, was du wissen musst. Wir zerschlagen Felsbrocken und denken währenddessen darüber nach, wie dankbar wir sind, dass nicht wir, sondern die Felsbrocken zerschlagen werden. Ah ja, okay. Geh in die Stadt oder kümmere dich um deine Baumwelt. Ach, nimm dir einen Tag frei, okay. Kann ich mit dir auch reden? Seitlicher Pferdeschwanz? Was? Ich will mit ihm reden, nicht mit dem Pferdeschwanz. Okay, mit ihm kann ich anscheinend nicht reden. Was ist das denn hier? Kann man auch nicht mitnehmen. Mal 8 Taschen. Okay. Da oben habe ich jetzt nur... Was hältst du davon, hier oben ein wenig zu dekorieren?
Wie denn? Ich kann das hier nicht abreißen, oder? Nee, da brauche ich 270 für. Hi. Ja. Egal. Ich soll meinen Tag frei nehmen. Ich will mir aber keinen Tag frei nehmen. Das ist ja... Das ist doch Mist. Kann ich jetzt endlich zum Weltenbaum? Ja, ich kann jetzt endlich hin. Okay. Dann schauen wir da mal, ob sich da noch irgendwas geändert hat. Boah. Ist das eigentlich ein großes Gebiet hier? Alchemiehaus, Wiesenquartiere, Naturschutzgebiet. Ach so. Nee, Moment. Feld reichhaltig. Ah. Wenn ich das richtig sehe, haben wir wieder ein neues Gebiet. Oder? Also, das ist das alte Gebiet. Das ist das, was ich beim letzten Mal eigentlich gemacht hatte. Ich dachte eigentlich, ich wäre hier fertig gewesen. Bis ganz nah dran. Ja, ich weiß, mit euch muss ich für die Errungenschaft noch Freund werden. Da oben ist noch was. Okay, ich komme da nicht direkt hoch. Dann halt nicht, dann halt andersrum. So. Gut gemacht, Liebchen. Ich glaube, für heute haben wir alles erledigt. Okay, das war jetzt nicht viel. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir nicht viel von dem Zeugs hier einsammeln können. Aber das ist doch jetzt nicht das Gebiet, was ich jetzt eben sehen konnte, oder? Oder ist das das hier? Weil das sah so kahl aus, fand ich. Das ist das alte Gebiet. Hm. Oder das war nur schon mal die Vorschau. Naja, gut. Dann lasse ich mich mal abholen. Ja, viel machen kann ich ja eigentlich nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof. Wir gucken nochmal, ob im Naturschutzgebiet eventuell irgendwas ist. Irgendwas Neues. Was war das denn hier? Vielleicht kann der mir auch helfen, hier diese Gebiete dann zu erkunden. Das wäre natürlich cool. Na, also hier scheint auch nichts Neues mehr zu sein. Schade. Wir könnten jetzt noch hier angeln, aber das muss ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Das gehört eher zu den langweiligeren Aufgaben. So, haben wir denn hier noch irgendjemanden? Ach, da sind wieder neue Leute, oder? Ach du liebe Güte, ein Begrüßungskomitee. Wie wunderbar. Ich besuche dein hübsches Städtchen und habe viel Spaß dabei. Okay. Ich bin nach Alaria gekommen, um mir euer neues Gasthaus anzusehen. Nicht unbedingt, um dort auch zu bleiben, aber ich werde es mir überlegen, sollte es meinen strengen Genehmigungsprozess bestehen. Bleib stehen. Aber mit dir haben wir schon mal gesprochen, oder? Ich habe gehört, dass du vor kurzem einen neuen Distrikt in dieser Stadt unter dem Immerbaum eröffnet hast. Ich wollte mir das selbst ansehen. Ja, ich will ihn aber nicht einziehen lassen. Ich weiß überhaupt nichts über ihn. Schön, dass du mit mir reden möchtest. Ja, das ist toll. Dakota, dich kenne ich doch auch. Oh, hey. Hi. Ich sehe mich gerade nur um, aber wenn ich irgendwas Bestimmtes brauche, kann ich immer zu dir kommen. Stimmt's? Ja, natürlich. Okay, das sagen sie dann alles gleich. Aber mit ihm brauchen wir, glaube ich, jetzt auch nicht so groß zu reden, weil der trotzdem nichts von sich preisgibt, so wie es aussieht.
Das war ein tolles Gespräch, ja, fand ich auch. Ja, das mit dem Tag freinehmen finde ich ehrlich gesagt doof, weil ich hätte lieber was zu tun. Aber irgendwie können wir hier scheinbar nicht allzu viel... Was sind das für viele Ausrufezeichen? Ja, hallo. Nur über eine neue Bäckerei nachzudenken, ist aufregend. Ja, ja, sie ist ja im Erstellungsprozess. Ich kann es nicht abwarten, reinzugehen und Brote und Gebäck zu backen. Okay, also mit euch kann ich scheinbar nur reden, aber ihr bringt mir nichts Neues. Warum leuchtet das eigentlich so? War das vorher auch schon? Ehrlich gesagt habe ich da noch nie so drauf geachtet. Also ich meine, die Musik, glaube ich, war vorher auch da, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, leider kann man jetzt hier nicht so wirklich viel machen, deswegen... Oh, wo bist du denn? Warum stehst du denn jetzt hier? Man kann nicht so viele Bücher haben, sage ich. Ja. Wenn es weiter nichts ist. Okay. Na gut, Schätzelein, was möchtest du? Du möchtest gekuschelt werden, okay? Einmal kuscheln. Ah. Und einmal Fresschen. Bitteschön. Immer noch nicht satt. So, okay, sehr schön. Das müssen wir nebenbei auch immer machen. Ja, viel mehr können wir dann wohl auch heute nicht machen. Dann würde ich sagen, dass wir hier nicht hängen bleiben, sondern dass ich den Tag erstmal beende, weil ja, ich ja nicht wirklich was machen kann. Und ich habe auch nicht genug, um dann wieder was zu bauen. Dann würde ich sagen, dass ich den Tag hier für heute erstmal beende. Und dass ich dann mich erstmal von euch verabschiede und offline noch ein bisschen auf der Welt gucke, ob ich da noch irgendwas einsammeln kann oder ähnliches. Dass ich vielleicht doch noch das ein oder andere Myra mehr bekomme, womit ich dann bauen kann. Wobei ich glaube es eher nicht. Also es sah eben nicht so aus, als ob man da noch großartig was machen kann. Und ja, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Wie süß. Was für ein schneller Abgang. Katsumi hat sich Sorgen gemacht, dass du dich in der Dunkelheit verläufst. Lass uns morgen früh zum Baum zurückkehren, okay? Och Gottchen. Waren das gerade zwei Katsumi? Ach, wie süß. Sieht aus, als ob Katsumi einen Fang hat. Hallo. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier mit der Angel weitermachen möchte. Bauer nach C4. Du hast mein Raumschiff versenkt. Bauer nach D6. Oha, Gemeinschaftsfeld. Du hast den zweiten Preis in einem Buchwettbewerb gewonnen. Was? Springer nach F6. Du steckst in der Falle. Gib mir deinen Käse. Diara, das funktioniert nicht, wenn wir uns nicht das gleiche Brettspiel vorstellen. Mau Mau. Okay. Glaubst du, dass all das Miora, das hier herumfliegt, dem Immerbaum hilft? Das muss es, ganz sicher. Nun, unsere Samenwelt gedeiht prächtig. Und wir haben ein lebhaftes kleines Dorf errichtet. Eins, das die Leute tatsächlich besuchen wollen. Vergiss nicht, dass die Dürre auch zurückgedrängt wird. Oh, stimmt. Das auch. Es wäre wundervoll, wenn die Leute sich dadurch wieder mit dem Lied verbinden könnten. Ich bin sicher, das wird geschehen.
Vielleicht nicht morgen, aber zu gegebener Zeit. Oh. Aber vielleicht doch morgen, ja? Gut.